Umso mehr überrascht der große Aufmarsch zur Liebigstraße 14. Wofür steht er? Spiegelt er das neue Misstrauen in die Märkte wider? Ist er eine Reaktion auf den Zweifel am kapitalistischen System? Politische Utopie oder bloße Lust am Krawall? Fakt ist, seit heute Mittag ist die Liebigstraße 14 geräumt, ein Kapitel Hausbesetzergeschichte geschlossen. Doch die Proteste dauern an. Weitere Demonstrationen sind angekündigt. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen von mir hier aus dem Plenarsaal. Gerade in dieser Minute ist die Aktuelle Stunde hier aufgerufen worden und der erste Redner ist bereits am Mikrofon. Es ist Kai Wegner für die CDU-CSU-Fraktion, der Vorsitzende der Landesgruppe Berlin. Sie schlagen sich auf deren Seite, von denen, die erworbenes Eigentum in Schutt und Asche legen, schlagen sich auf die Seite der Hausbesetzer. Und lieber Herr Liebig, ich habe ja nun des Häufigeren relativ wenig Verständnis für die Aussagen Ihrer Bundesvorsitzenden Gesine Lötsch. Aber wenn sich Frau Lötsch auf die Seite der Hausbesetzer stellt und erklärt, nachdem die rot-rote Landesregierung dieses Haus geräumt hat, erklärt der Polizei, dass sie den Polizeieinsatz bedauert, Herr Liebig, dann ist das eine politisch falsche Aussage der Linken. Ich glaube vielmehr, dass es nicht zu bedauern ist, dass die Polizei Recht durchgesetzt hat, sondern es ist zu bedauern, meine Damen und Herren, dass es viel zu viele verletzte Polizistinnen und Polizisten gab. Die Beamten sind zu bedauern und deren Familien und nicht die Straftäter, die ein Haus besetzt haben. Es waren Zu bedauern sind die Ausschreitungen im gesamten Stadtgebiet, auch in anderen Städten der Republik. Aber, meine Damen und Herren, zu bedauern sind auch die Steuerzahler. Denn die dürfen die Kosten tragen, die durch diese sinnlosen Gewaltexzesse einiger Krimineller entstanden sind. Aber, meine Damen und Herren, und nun bin ich bei Ihnen, Herr Wieland, nicht bei Ihnen persönlich, aber auch die Rolle der Grünen muss hinterfragt werden. Auch die Rolle der Grünen muss hinterfragt werden. Die Gewerkschaft der Polizei sagt, Herr Ströbele trägt eine große Mitverantwortung für die Exzesse. Nicht die CDU-CSU, nicht die FDP, sondern die Gewerkschaft der Polizei. Der grüne Bezirksbürgermeister von Friedrichshain-Kreuzberg, Frank Schulz, sympathisiert offen mit den Krawallmachern und kritisiert das Vorgehen der Polizei. Er müsste doch wissen, wenn er von Linksextremen in der Stadt bedroht wird und den Schutz auch von der Polizei benötigt, meine Damen und Herren. Hier zeigt sich das die zwei Gesichter der Grünen, meine Damen und Herren. Weil, Herr Wieland, ja, es gab auch viele Grüne, die sehr vernünftig agiert haben im Wort, die gesagt haben, es war eine rechtmäßige Räumung, die darauf gedrungen haben, eine friedliche Lösung herbeizuführen. Aber es sind die zwei Gesichter der Grünen, meine Damen und Herren. Sie müssen sich schon entscheiden. Akzeptieren Sie das Gewaltmonopol des Staates? Sind Sie gegen jede Form von Gewalt? Oder tolerieren Sie diese? Da müssen die Grünen sich in dieser Stadt endlich entscheiden. Ich habe das Gefühl, da sind noch einige Fragen offen. Meine Damen und Herren, Berlin ist eine moderne, eine vielfältige Stadt. Berlin ist eine liberale und tolerante Stadt. Dafür steht Berlin, das zeichnet Berlin aus. Aber auch in Berlin muss Sicherheit und Recht durchgesetzt werden, meine Damen und Herren. Auch das gehört zu einer Hauptstadt. Kollege Wegner, achten Sie bitte auf die Zeit. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Menschen erwarten Freiheit und Sicherheit. Und dafür sind unsere Polizistinnen und Polizisten da. Und zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich bei den Polizistinnen und Polizisten für ihren besonnenen, für ihren konsequenten Einsatz bedanken. Sie tragen keine Schuld, lieber Herr Ströbele, an der Eskalation. Sie haben konsequent gehandelt, besonnen gehandelt. Und hierfür gilt unser ganz besonderer Dank. Herzlichen Dank der Berliner Polizei und den Unterstützungskräften. Kai Wegner war das für die CDU-CSU-Fraktion, der Vorsitzende der Landesgruppe Berlin. Und noch ein paar Informationen. 61 Polizisten wurden bei dem Einsatz Liebigstraße 14 leicht verletzt. 82 Personen wurden vorübergehend festgenommen. 2500 Polizeibeamte waren im Einsatz. Patrick Kurt für die FDP-Fraktion, der nächste Redner. Aufgrund der letzten Aussagen muss ich ja doch ein bisschen schmunzeln, dass dem Kollegen Ströbele hier ausdrücklich gedankt wird für sein Wirken. Aber nichtsdestotrotz wundert es mich schon und ich habe also wirklich gestaunt, dass ausgerechnet von der CDU-CSU-Fraktion und der FDP zu diesem Thema hier eine Aktuelle Stunde anberaumt worden ist.
Ja, weil Sie jetzt so schön dazwischen rufen, man kann natürlich auch ein bisschen Politklamauk vor Wahlen machen und ähnlichem mehr, stehen da wohl einige Wahlen an. Und diesen Vorgang zu benutzen dazu, den Linksextremismus und Rechtsextremismus als Anlass zu nehmen, als Gefahr für Deutschland zu diesem Zeitpunkt zu skizzieren, gerade zu diesem Anlass, ist nun grundverkehrt. Zunächst mal muss ich zur Rechtslage sagen, es handelt sich weder um ein besetztes Haus, noch war es eine Maßnahme, die von der Polizei initiiert worden ist, sondern es ging darum, dass ein ehemals besetztes Haus mit Mietverträgen legalisiert war. Wer ein bisschen in der Berliner Geschichte mal nachdenkt, der weiß also, dass in den 80er Jahren nach einigen Hin und Her, in dem also auch die Berliner Linie für sozialen Frieden gesorgt hatte, dann in der Zeit Mitte 1990 die Häuser legalisiert wurden. Das heißt, die dort befindlichen Menschen haben Mietverträge bekommen und haben legal dort gewohnt. Hier war der Anlass der, dass es eine Streitigkeit mit dem neuen Vermieter gab, der das Haus 1999 gekauft hat und der aufgrund von Umbauten dagegen vorgegangen ist und daraufhin veranlasst hat, dass die Leute das Haus verlassen sollten. Dieser Rechtsstreit ging bis vor kurzem, bis ein Gericht entschieden hat und einen vollstreckbaren Titel herausgebracht hat, den ein Gerichtsvollzieher umzusetzen hat nach unserer Rechtsordnung. So ist das nun mal. Und jeder, der die Aktion dort gesehen hat, der weiß, dass der arme Mann natürlich nicht alleine dorthin gehen kann. Also wird die Polizei Vollzugshilfe, weil er das wohl kaum leisten kann in dem entsprechenden... Ja, weil die Leute natürlich das Haus nicht freiwillig verlassen wollen. Nein, ist nicht besetzt, nach wie vor nicht, sondern sie sind ja nach wie vor Mieter. Nur sie haben einen Räumungstitel und müssen dann das Haus räumen. So, also die Polizei hat Amtshilfe oder Vollzugshilfe in dem Fall geleistet und hat dann die entsprechenden Maßnahmen getroffen. Und weil Sie so schön dazwischenrufen, Sie können mal sehen, anhand dieses hervorragend vorbereiteten, durchgeführten und nachbereiteten Einsatz der Berliner Polizei, wie man verhältnismäßig vorgeht, wenn ich mal Ihr Auftreten bei Stuttgart 21 als Beispiel nehme, wo übrigens friedliche Bürger, Kinder, Studenten und andere mit Maßnahmen vorgegangen wurden, die bewirkt haben, dass ein Mensch erblindet ist. Hier sind ganz andere Leute auf der Straße gewesen, die die Polizei entsprechend eingedeckt haben. Wenn man richtig ein bisschen Spaß ist, könnte man sagen, da wurde mit Papierkühlchen geworfen und hier wurde richtig Ramazamba gemacht. Ein wirklich wesentlicher Unterschied. Und die Berliner Polizei hat mit den unterstützenden Kräften der Bundespolizei und auch der Länderpolizeien, die hier waren, eine wirklich ordentliche Leistung hingelegt und verhältnismäßig diese Sache gelöst. Und was Sie hier machen wollen, ist doch dem Volke hier erzählen zu wollen, hier sei niemand in der Lage, in diesem Berliner Senat öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Ich muss Sie doch ganz ehrlich bitten, für wie dumm halten Sie denn die Anwesenden oder die das jetzt hier sehen? Der Berliner Senat hat mit ganz konkreten Vorgaben, und dazu hört auch die Linkspartei, die haben mit ganz konkreten Vorgaben gesagt, diese Sache wird so friedlich als möglich gelöst. Und genau das ist gemacht worden. Und das Ergebnis ist, dass der Hauseigentümer sein Haus jetzt übergeben bekommen hat. Und ich kann nicht verstehen, was man hier dann als Aktuelle Stunde da mit in den Vordergrund stellen will. Für mich, sag ich mal, ist das kalter Kaffee als alter Berliner. Sie buddeln hier eine Geschichte aus, die zurückliegt um 30 Jahre. Und der Kollege Ströbler war damals schon dabei, stand mir öfter mal gegenüber, dass der seine Meinung nicht ändern wird. Das ist doch wohl auch klar. Ne? Also von daher ist... Ja, ich auch. Ja. Aber auch Frau Künast hat damals als Vorsitzende der AL die Koalition zwischen Rot-Grün platzen lassen wegen einer Häuserräumung. Auch erstaunlich, der Wandel, die sie sich da unterzogen haben, lieber Herr Wieland. Aber sie kandidiert ja als Bürgermeisterin und von daher ist es klar, dass sie nun heute eine andere Haltung einnehmen muss. Aber lassen Sie mich zusammenfassen. Ich würde eher sagen, es ist keine aktuelle Stunde, sondern eine Märchenstunde angesagt gewesen. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wolfgang Gunkel war das für die SPD-Fraktion. Die Rednerliste hatte sich kurzfristig geändert. Und jetzt erwarten wir aber Patrick Kurt für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Gunkel, kalter Kaffee,
mal eben so ein Vorgang. Märchenstunde. 100 Polizisten verletzt, 99 Personen festgenommen, Sachschaden in Millionenhöhe, über 4 Stunden dauernder Einsatz, wahrscheinlich weitere Millionen gekostet. Das ist die Bilanz des 2. Februar, das ist keine Märchenstunde, das ist kein kalter Kaffee, das ist Berlin. Es ging hier, worum ging es denn hier, um eine Selbstverständlichkeit in einem Rechtsstaat. Es ging hier um den Schutz von Eigentum. In diesem Land wird Eigentum respektiert. Es wird nicht nur respektiert, es wird auch verteidigt. Eigentum ist nicht nur grundsätzlich vor staatlichem Zugriff geschützt, sondern eben auch vor unrechtmäßigem privaten Zugriff. Und wir Liberale, wir stehen dafür, dass wir natürlich den staatlichen Einfluss da, wo es möglich ist, zurücknehmen. Aber bei solchen Dingen muss man klar sagen, konsequentes Vorgehen. Es handelt sich hier eben nicht um den Fall der Versammlungsfreiheit oder Ähnliches. Die Berliner FDP zum Beispiel hat dazu richtigerweise Stellung bezogen. Zitat, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo mit Gewalt rechtswidrig in die Rechte Dritter eingegriffen wird. Und was auffällt, ist, dass immer wieder eine bestimmte Richtung hier sich für diese Straftaten verantwortlich zeigt. Was man nicht oft genug wiederholen kann, die Gewalttaten aus der linksextremen Szene müssen klar verurteilt werden. Von allen, glaube ich, auch hier in diesem Hause. Angriffe auf Polizisten, Beschädigungen von Geschäften, Zerstören von Einrichtungen, Anzünden von Autos, alle diese Taten in Berlin und im Rest der Republik sind durch nichts zu rechtfertigen. Es ergibt sich nicht nur aus dem grundsätzlichen Schutz des Eigentums, sondern ganz konkret treffen linke Gewalttaten einfache Menschen. Ladengeschäfte gehören keinen Superreichen. Einrichtungen, abgebrannte Autos treffen keine Superreichen. Sie treffen ganz normale Versicherungsnehmer. Gewalt gegen Polizisten bedeuten verletzte Familienväter, bedeuten bedrohte Töchter und Frauen. An dieser Stelle deshalb herzlichen Dank an die vielen, die ihren schweren Dienst tun, um den Rechtsstaat zu verteidigen. Die Polizisten, die Verwaltung, die Ordnungsbeamten, dafür unser Dank. Meine Damen und Herren, die linksextreme Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen. Und man vermisst jetzt auch hier in der Diskussion klare Worte auch der Opposition dazu. Und man fragt sich schon, was Menschen aus der linksextremen Szene eigentlich für eine Auffassung von einem gesellschaftlichen Zusammenleben haben. Leben auf Kosten anderer, nehmen, was ihnen nicht zusteht, zerstören, was ihnen in die Quere kommt und diese Straftaten am Ende noch politisch adeln. Ich hoffe, das gesamte Haus verurteilt solche Gewalttaten. Meine Damen und Herren, worum ging es im konkreten Fall? Um ein Kulturprojekt, um eine moderne Form des Lebens, Ähnliches. Eine Berliner Zeitung fragte, warum eigentlich nochmal hätten wir alle uns gerade jetzt mit den Bewohnern der Liebigstraße 14 solidarisch erklären sollen? In welcher Hinsicht geht Ihre Renitenz, Ihr Kampf, Ihr künstlerischer und kreativer Einsatz uns alle an? Welcher politische Wille verbindet sich mit diesem Projekt? Welche Vision einer Stadt steckt dahinter? Mit welcher Form von Kultur wollten die Bewohner dieses Hauses ihre Umgebung bereichern, herausfordern, beglücken? Man weiß es nicht. Auf alle diese Fragen haben die Bewohner der Liebigstraße 14 keine Antwort gegeben. Meine Damen und Herren, und wenn man dann spricht und sagt, liebe Freunde, hier hat auch der Eigentümer eine Verantwortung, dann werden tatsächlich Ursache und Wirkung miteinander verdreht. Die Räumung der Liebigstraße 14 wurde mehrfach gerichtlich bestätigt. Das ist ein Rechtsstaatsgrundsatz. In einem Rechtsstaat entscheiden dann letztlich auch Gerichte. Und dass man nun gegen die Eigentümer vorgehen will, sie politisch diffamieren will, nur weil sie auf ihr Recht beharren, das ist wirklich fraglich. Meine Damen und Herren, die Linke, Frau Lötsch, gießt auch noch Öl ins Feuer und erklärt witzigerweise, der Berliner Senat trage die Verantwortung für den Konflikt. Ganz so, als säße die Linke überhaupt nicht im Senat. Ganz so, als hätte sie damit überhaupt nichts zu tun. Die Linkspartei drückt sich wie immer vor ihrer
Verantwortung. Man könnte es auch nennen Wege zum Populismus. Sie versucht mit allen Mitteln, sich diesen Konflikten zu entziehen. Meine Damen und Herren, ich sage ganz deutlich, distanzieren Sie sich, witzig, ja, Märchen, kalter Kaffee, alles sowas, distanzieren Sie sich von allen Straf- und Gewalttaten aus der linken Szene, verhindern Sie politische Gewalt und bleiben Sie, Sie auch, wenn Sie es können, mit beiden Beinen auf dem Boden unseres Rechtsstaates. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Patrick Kurt war das für die FDP-Fraktion. Die nächste Rednerin, Halina Bawczyniak, für die Fraktion Die Linke, stellvertretende Parteivorsitzende der Linken. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen im Berliner Wahlkampf. Das Abgeordnetenhaus befindet sich übrigens Luftlinie knapp einen Kilometer nach dort. Ich habe kein Verständnis für diese Aktuelle Stunde. Ich weiß vor allen Dingen gar nicht, was Sie wollen. Wollen Sie über den Konflikt Liebigstraße reden? Wollen Sie über Mietenpolitik reden? Oder wollen Sie über Gewalt reden? Zur Gewalt kann ich mich einfach nur wiederholen. Gewalt ist für die Linke kein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung. Gewalt ist auch kein Mittel linker Politik. Was wir hier aber haben, ist ein absurdes Theater. Ein absurdes Theater im Rahmen einer Aktuellen Stunde, die von den eigentlichen Problemen ablenkt. Wir haben einen verfassungswidrigen Zustand beim Regelsatz von Hartz IV. Da kommt es zu keiner Lösung. Die Linke fordert 500 Euro Regelsatz. Wir haben keinen gesetzlichen Mindestlohn, obwohl die Arbeitnehmerfreizügigkeit am 1. Mai kommen wird. Diese Aktuelle Stunde hier erweckt den Eindruck bei den Menschen im Land, dass wir zu einer Schwatzbude für regionale Angelegenheiten kommen. Und vielleicht beantragen Sie demnächst eine Aktuelle Stunde zum Ausbau der 27 Neckarschleusen zwischen Mannheim und Plüchingen oder Plochingen. Als Teilnehmerin am Runden Tisch und jemand, der vor Ort bei der Räumung war, könnte ich einiges zur Liebigstraße sagen. Ebenso der Kollege Hans-Christian Ströbler, aber der darf auch bei diesem Thema bei den Grünen offensichtlich nicht mehr reden. Da aber alle von Ihnen offensichtlich keine Zeitung lesen, will ich noch mal kurz die Fakten zusammenfassen, obwohl Herr Gunkel einen Teil davon schon gesagt hat. Das Haus wurde Anfang der 90er Jahre besetzt, es fand eine Legalisierung statt und die rechtskräftige Kündigung bezog sich auf eine eingebaute Zwischentür, die im Übrigen seit Jahren in dem Wohnobjekt war. Am runden Tisch waren Herr Ströbele, ich, das Bezirksamt, die SPD war nicht da und die Union und die FDP. Okay, als bezirkliche Splitterparteien haben Sie das offensichtlich nötig. Die Verantwortung für diesen Konflikt trägt durch eine totale Verhandlungsblockade für eine Lösung und durch Gesprächsverweigerung der Eigentümer, Herr Beuker. Wenn Sie an dem Thema Liebigstraße interessiert sind, dann befassen Sie sich mit den Eigentümern Beuker und Töne und deren Methoden der Verdrängung von Mieterinnen und Mietern. Ich sage nur, Eigentum verpflichtet, und das scheint für die Herren ein Fremdwort zu sein. Wenn Sie Interesse an der Liebigstraße haben, dann beschäftigen Sie sich bitte mit dem dahinterliegenden Problem, dem Problem der Verdrängung und Aufwertung von Quartieren, die es Menschen mit niedrigem Einkommen unmöglich macht, weiter in der Innenstadt zu leben. Das ist das Problem. Meine Gespräche mit vielen Mieterinnen und Mietern sagen, Sie sehen das Recht auf Wohnung infrage gestellt. Und für mich bedeutet das Recht auf Wohnen auch, dass alternative und gemeinschaftliche Lebensformen ein Recht haben, in der Innenstadt zu leben. Worüber wir reden sollten, wären das Thema die Immobilienspekulation oder Ihre Kürzung der Städtebauförderung. Hier verweigern Sie Gespräche, Sie verweigern die Realität, Sie verweigern die Fakten, kurz gesagt. Sie sind Totalverweigerer, und das ändert sich auch nicht durch Dazwischenbrüllen. In meinem Wahlkreis fand gestern eine Veranstaltung statt von einer betroffenen Initiative, die in einem Sanierungsgebiet liegt. Und dort sagte eine ältere Frau, in 3 Jahren gehe ich in Altersrente. Sie und Ihr Mann können sich von der Rente die Wohnung nicht mehr leisten. Darüber sollten wir reden, statt hier Pappkameraden aufzubauen. Wenn Sie wirklich etwas gegen Verdrängung aus Innenstädten, gegen Gentrifizierung tun wollen, dann kümmern Sie sich tatsächlich um die Fragen des Mietrechts und nicht um Scheinprobleme wie das sogenannte Mietnomadentum. Ich bin gespannt, wie Sie morgen zu unserem Antrag zum Mietrecht sich verhalten werden. Wir fordern im Gesetzentwurf, eine rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingung zu schaffen, die Wohnen als soziales Grundrecht dauerhaft sichert.
Ich bin gespannt, was Sie sagen zu unseren Forderungen, dass eine Räumung nur zulässig sein soll, wenn zumutbarer Ersatzwohnraum zur Verfügung steht. Wir fordern, dass bei einem Einkommen unterhalb des Bundesdurchschnitts nicht mehr als 30% des Einkommens für Wohnkosten aufzuwenden sind. Und wir fordern den Stopp des Verkaufs öffentlicher Wohnungen und Rekommunalisierung. Ich bin gespannt, wie Sie sich verhalten werden in Berlin, wo die Linke dafür streitet, den kommunalen Wohnungsbestand auszuweiten über die derzeit 15% hinaus. Kurz und gut, die Aktuelle Stunde, Ihre Brüllerei zeigt nur, diese Regierung ist unfähig, die Probleme im Land zu lösen, die Frage des Mietrechts anzugehen. Und die Frage des Mietrechts heißt, wie verhindern wir, dass Menschen mit geringem Einkommen aus den Innenstädten verdrängt werden. Halina Wawrzyniak war das für die Fraktion Die Linke.